Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der V1 von Bronco im Maßstab 1 zu 35. V1 ist natürlich nur der Propagandaname, die eigentliche Bezeichnung wird hier auch angeben, Fiesler FI 103. Die V1 kann man mit gutem Recht als den ersten Marschflugkörper der Militärgeschichte bezeichnen. Ist eine unbemannte Gleitbombe, die von einem Pulsstrahlwerk angetrieben wurde und mit der man dann eben bestimmte Ziele ansteuern konnte, die man vorher einprogrammiert hat. Da gab es mehrere Verfahren, relativ kompliziert, da möchte ich eigentlich nicht näher drauf eingehen. Ich finde den Bausatz deswegen so interessant, weil sich hier Flugzeugmodellbau und Dioramenbau ziemlich gut treffen. Das kommt leider selten vor, aber hier finde ich, ist es ziemlich gut möglich und bietet sich eigentlich gut an. Soweit ich weiß, ist es der einzige Plastikspritzgussbausatz von der V1 in 1 zu 35. Es gibt, glaube ich, noch einen Resinbausatz. Da ist auch noch die Rampe dabei, glaube ich. Das ist jetzt hier nur die Bombe und ein kleiner Transportwagen. So, genug geredet. Schauen wir uns mal an, was so in der Schachtel drin ist. Wie ihr sehen könnt, ist die Schachtel relativ groß. Haben wir eine Bauanleitung und die Gießäste sind alle einzeln eingetütet. Das ist auf jeden Fall ein sicherer Transport, da geht nichts weiter kaputt. Gut ist auch, dass die Abziehbilder nochmal in der Tüte sind, damit die auf jeden Fall kein Wasser ziehen bei der Lagerung. Sonst sind sie ruiniert. Gut, dann schauen wir uns die Bauanleitung mal zuerst an. Hier haben wir nochmal die Abbildung auf der Packung. Und eine Hintergrundgeschichte zu dieser Gleitbombe auf Englisch, auf Deutsch und auf Chinesisch. Wenn wir dann umblättern, finden wir eine Anleitung, wie man mit den Abziehbildern umzugehen hat, eine Zeichenerklärung und eine Farbtabelle, bezieht sich auf Gunsi Sanyo Farben, Hobby Color, Humbrel und Tamiya. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Sicherheitshinweise. Hier dann die Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Wie man sieht, das ist nicht viel. Teile scheinen auch relativ groß zu sein. Ist ja auch klar, da ist eigentlich nicht viel dran. Dann geht der Zusammenbau los. Wir fangen an mit der Nase, wo auch, soweit ich weiß, der Sprengstoff drin war. Hier dieser kleine Propeller an der Nase. Da sagen die, den kann man drehbar bauen. Da ist hinten nochmal so ein Stift. Ja, kann man das beweglich lassen, wenn man will. Finde ich nicht, dass man das braucht, aber warum auch nicht. Der kleine Propeller im Übrigen dient dazu, die Entfernung zu messen. Anhand der Umdrehungen und der Geschwindigkeit weiß die Gleitbombe, wie weit sie schon geflogen ist. Im nächsten Schritt bauen wir auch schon den Rumpf zusammen. Das sind zwei Teile, des Pulsstrahlwerk ist an den Hälften schon angegossen. Kommt hier noch, ich schätze mal, so ein Schutzgitter rein, dass dann halt irgendwelche größeren Teile reinzogen werden, irgendwelche Vögel oder so. Und dann noch hier so eine Hutze davor. Gut finde ich, dass sie beim Bau schon auf Detailbemalung eingehen. Zum Beispiel hier, dieses Teil soll stahlfarben sein, hier hinten soll ein bisschen oxidiertes Eisen geben. Hier komplettieren wir dann die Gleitbombe auch schon. Nase kommt an den Rumpf und dann kommen noch die Tragflächen ran. Die hinteren sind einteilig, die vorderen größeren sind aufgeteilt. Wirklich nichts dabei. Ich finde hier die Zeichnung sehr groß und übersichtlich dargestellt. Da kann man sich nicht beschweren. Dann bauen wir auch schon diesen Transportwagen zusammen. Das sieht recht filigran aus und ist auch eine super Dreingabe für die Dioramenbauer, dass man die Gleitbombe da eben auch am Boden positioniert eben darstellen kann. Da gibt es auch viele Fotos dazu, wo man sehen kann, wie eben die Bedienungsmannschaft mit solchen Wegen die Raketen aus dem Depot fahren und dann zur Rampe bringen. Hier zeigen sie uns dann auch, wie die Rakete dann auf den Wagen kommt. Das ist ja eh klar. Dann geht es hier an die Abziehbilder, die sind immer gleich bei den folgenden Bemalungsvarianten.
Jetzt noch hier ein paar Sicherheitshinweise, schätze ich mal. Und ja, sind doch mehr Abziehbilder, als man so meint. Dann geht es an die Lackierung. Die zwei Versionen unterscheiden sich nur in der Seriennummer, die als Abziehbild beiliegt. Sonst sind die zu verwendenden Farben und auch das Tarnmuster absolut gleich. Ich meine aber, dass es da noch mehr Varianten gab, wie die lackiert waren. Aber genaues weiß ich jetzt zu dem Thema auch nicht. Aber so wie man sie da sieht, sieht sie eigentlich schon ganz nett aus. Ja, die Bauanleitung ist ziemlich gut. Liegt aber vielleicht auch daran, dass das Modell nicht wirklich kompliziert ist. Bei Bronco-Bauanleitungen muss ich jetzt sagen, die ja, von den neuen Bausätzen, die sind ziemlich gut. Ich habe auch mal ein älteres Bronco-Modell gebaut, da war das ein bisschen vage manchmal. Aber ich denke, das bekommt man eigentlich schon ganz gut zusammen. Das sollte keine größeren Probleme verursachen. Schauen wir uns jetzt die Plastikteile an. Hier am größten Gießsaft sehen wir die ganzen Rumpfteile und so weiter. Dieses Teil hier ist schon vom Gießarsch abgebrochen gewesen. Das ist hier vorne diese Hutze am Triebwerk. Aber da sind jetzt eigentlich keine Beschädigungen zu sehen. Ist eigentlich glatt rausgebrochen. Müsste man eigentlich nicht mal versäubern. Ist eigentlich ganz nett. Die Oberflächenstruktur ist sehr schön wiedergegeben. Die Raketen waren natürlich Einwegwaffen. Deswegen waren die möglichst einfach gebaut. Recht interessant zum Beispiel hier am Triebwerk sind Schweißnähte zu sehen. Das ist schon cool. Normalerweise sieht man im Flugzeug außen an der Hülle eigentlich nie irgendwie eine Schweißnaht. Das ist alles möglichst windschlüpfrig und so. Aber hier ging es ja nur möglichst schnell, so eine Rakete zu bauen. Also man kann sich auch schon die Größe recht gut abschätzen. Das ist ja, doch größer als man immer meint. Was ich ein bisschen unglücklich gelöst finde, sind die Verbindungen zum Gießarsch. Die ragen hier ein bisschen ins Teil immer rein. Hier auch übers Eck. Ja, das ist ein bisschen unangenehm beim Auslösen und beim Versäubern. Kann man, glaube ich, besser machen, aber letzten Endes ist es kein Problem. Muss man ein bisschen aufpassen beim Versäubern. Ansonsten kann man eigentlich sagen, dass die Bauteile immer sehr wenige Verbindungspunkte haben. Da sparen wir uns dann wieder Arbeit. Das sind die Haupttragflächen. Da sind eigentlich keine weiteren Details zu erkennen, außer hier außen ja, ein paar Nieten rein. Da können die Nietenzähler dann ein bisschen was zählen wenigstens. Insgesamt fällt auf kein Grat und keine Fischhäute. Also makelloser Guss, das finde ich schön. Hier dann der Transportwagen, hat seinen eigenen Gießarsch, ist auch wieder makellos gegossen, keinerlei Mängel zu sehen. Und ich muss sagen, der Wagen gefällt mir fast besser wie die Rakete. Der ist ja doch recht filigran und ich denke, den kann man auch schön altern später mit diversen Lackschäden und so weiter. Die Rakete, die ist halt einmal geflogen und der Wagen ist halt viele hundertmal verwendet worden. Da hat man ein bisschen mehr Alterungsmöglichkeiten. Aber ist immer noch eine kleine Oberfläche, also da tun sich, glaube ich, auch Anfänger recht leicht beim Altern. Zum Beispiel bei Lackschäden oder Rostspuren. Auch hier fällt wieder auf wenig Verbindungspunkte zum Gießarsch. Also das Teil ist wirklich fix gebaut und versäubert. Der Abziehbilderbogen umfasst hauptsächlich ja, Beschriftungen. Irgendwelche Länderkennungen oder so hat die Gleitbombe nicht gehabt. Alles ist ja selbst bei der geringen Größe leserlich, sauber gedruckt. Der Triggerfilm ja, wirkt ein bisschen dick, so wie bei Tamiya, aber ich denke, das lässt sich gut verwenden. Macht einen ansprechenden Eindruck. Kommen wir nun zum Fazit. Ich finde, der Bausatz ist eine runde Sache. Ist sehr einfach zu bauen, ohne unnötige Spirenzchen. Der Transportwagen ist auch dabei. Also der Dioramenbauer hat da seine Freude. Der Flugzeugbauer kann damit auch was anfangen. Alle sind glücklich, was will man mehr. Der Bausatz ist auf jeden Fall für Anfänger tauglich. Der etwas erfahrenere Modellbauer wird das gerne mal so zwischendurch bauen wollen, weil es nicht viel Arbeit macht und interessant aussieht.
Also finde ich echt eine tolle Sache. Preislich liegt der Bausatz so bei ja, 15 bis 20 €. Das finde ich auch recht ansprechend. Vor allem, wenn man anschaut, was die 1 zu 48er Versionen von der V1 teilweise kosten. Die sind teilweise teurer. Weiß auch nicht, wie das geht, aber offenbar ist es so. Das ist nur so ein kleines Detail am Rande. Ich persönlich habe jetzt für den Bausatz noch keinen Plan im Kopf. Ich ja, habe den einfach nur mal so spontan gekauft, weil ich den relativ preiswert fand und ich auch schon eine V2 mal gebaut habe vor ein paar Jahren. Also warum nicht mal nur eine V1 dazu tun? Ich denke, so eine kleine Vignette oder so lässt sich da recht leicht bauen. Ein paar Figuren dazu. Den Wagen haben wir ja schon. Ich denke, das wäre doch ganz ansprechend. Ich hoffe, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hameke Barkas.